Really? Okay, ich musste einfach nur eine Seite nach links blättern, die mir nicht in der Übersicht hier angezeigt wurde. Also wenn ich hier hingehe, einfach eins nach links blätter, dann komme ich dahin, wo ich hin muss. Okay, ich kam zum Glück selber drauf, aber es hat 2-3 Minuten gedauert. Sesam, öffne dich. Okay. Das Snipping-Tool ist echt super, muss ich sagen. Also das habe ich schon so oft benutzt, das hat mir schon so oft den Arsch gerettet bei Präsentationen und weiß es ich was und Arbeiten und so. Eigentlich schon, das ist übelst gut. Okay. Hätte ich gleich machen sollen, hätte ich es viel schneller hier hingekriegt. Ah. Ich muss, glaube ich, auch auf die kleinen Buchstaben achten. Ich schätze mal das kleine. Schätze ich jetzt mal. Dip, dip, dip. Und. Come on. So. Das passt jetzt super. Endlich. Yeah. Bam. Ich frage mich, was da wohl rauskommt. Oder war da einfach nur Druck drin? Nein. Alchemie. Wirklich? Alchemie? Okay, ein Kampf. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Perfekt. Das ist natürlich super. Werden wir natürlich gleich ausnutzen. Los geht's. Ah, du machst nicht so viel Damage. Aua. Wohlgemerkt genug Damage. Aua. Okay, okay. Nein. Was tust du, Simsaladin? Heck? Ich mag den Alchemie. Ein Flammenschwert, what? Oh. Okay, gehen wir mal zurück auf mich und machen wir mal ein bisschen Eiseskälte. So, was natürlich ein bisschen Damage macht zumindest. Come on. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht sonderlich sich dadurch hier beeindrucken lässt. Schockwelle. Naja, ein bisschen mehr. Wow, Enel ist saumäßig gut im Ausweichen. Lohnt sich aber dann insgesamt doch nicht. Wobei, blau bedeutet weniger Schaden, oder? Was ist mit Feuerball? Ich werde mal kurz hier abwehren. Aua, das hat weh. Immer wieder hier ein bisschen Magie zurück. Halt! Wollte ich doch gar nicht. Aber gut. Ja, Schmetterschlag. Das wollte ich tun. Okay, Simsaladin. Was bekommt er jetzt? Ja, ich leider immer dieselbe Animation, aber gut. What the heck? Okay. Verpflichtst du noch eins? Will er dich wirklich mit diesem Sonnenschirm angreifen? Jetzt hast du die Chance, es ihm zu zeigen, Olli. Hey, unterschätze hier niemals einen Sonnenschirm. Ein Schmetterschlag. Nicht sonderlich effektiv, aber gut. Aua. Ah, beginnt hier schlaue Dinge zu tun. Danke. Ich wechsle mal kurz hier aus. Angriff. Weiter. Einfach so lange angreifen, wie es irgendwie geht. Wir werden natürlich auch. Au, das tat weh. Ja, das tat insgesamt relativ heftig weh. Nehmen wir mal hier kurz was zur Heilung. Und natürlich hat er sich wieder erholt. Was sonst? Ich
bin mir sicher, dass das das Beste ist, aber irgendwie zeigt sich nicht die Reaktion auf den Angriff, die ich gerne hätte. Naja gut, wir werden versuchen mal den Kampf zu machen und das Ester gleich futsch geht. Nein. Oh, dankeschön. Okay. Gelegenheit. Klingelnwirbel. Oh, wie der Fauch klingt. Das ist ziemlich cool. Bam, bam, bam. Nice. Sollte sich auf jeden Fall gelohnt haben und gibt mir noch mehr Mana. Machen wir nochmal einen kleinen Schnitter. Und yes. Ich glaube, irgendwie physische Angriffe machen ihm nicht sonderlich viel. Habe ich so das leichte Gefühl. Simsaladin schon wieder. Na gut, da hätte ich jetzt nicht abwehren müssen. Was hat er diesmal? Was hat er diesmal? Und. Oh shit. Oh shit. Ich glaube fast schon, das sollte man abwarten. Habe ich so langsam das Gefühl. Tralala. Okay. Machen wir erstmal hier eine lindernde Hand auf Ester. Ich möchte ja nicht, dass du stirbst. Ach, es hat. Ach, Tralala ist dasselbe. Eigentlich wollte ich nicht wechseln. Danke. Spiel. Ja, ja, toll. Jetzt bist du wieder hier niedrig. Oh, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte nicht wechseln. Hä? What the heck? So, ich drücke nur die ganze Zeit die falsche Taste. Mehrmals, hintereinander. What the fuck? Okay, der Fischburger ist stärker. Mana an Ester. Take that. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Wow. Hau hier ja ab. Dankeschön. Ich übernehme mal kurz. Naja, das kannst du ruhig machen. Das wird jetzt wahrscheinlich eh wieder ein Fail, oder? Please fail. Und das wird's. Yes. Now's your chance. Dann wechseln wir aber mal kurz wieder. So wechselt man. Ja, gib mir auch bitte sofort die Kontrolle über den Charakter. Und so. Greif einfach mal an. Solange du das kannst. Einfach weiter. Nice. Dann macht er gerade so wenig Damage. Aber dürfte auch gleich wieder vorbei sein. Wow, was zur Hölle ist das? Oh, oh, wartet einfach nur. 5, 4, 3. Ich werde hier einfach mal. Au, 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 au. Ja, toll. Na, super. Ich kann nichts dafür, dass sie diesmal gestorben ist. Das lässt sich so leicht hier umgehen, oder? Kann ich irgendwas machen? Ich werde einfach mal hier verteidigen. Bam. Ach, der... Okay, man muss verteidigen. Okay. Dann ist das Ganze doch ein bisschen mieser, als ich gedacht habe. I don't like this. Okay. Simsalabim. Simsaladin. Whatever. Das Flammenschwert sollte wieder kommen. Das gefällt mir nicht. Wie viele Kleider hat er da drin? Ah, nein. Super. Woohoo. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das nämlich so proviant. Und zwar möchte ich gerne einen starken Kaffee trinken. Und mal werde hier mal ein bisschen aufräumen. So, und du bitte auch.
Aber ich glaube, ich sollte mich auch erstmal noch heilen. Man weiß ja nie. Oh Mann. So, ein bisschen Eiseskälte. Aua. Come on. Nochmal. So kriege ich kein Damage auf ihn drauf. Damn it. Oh, oh, oh. Okay. Ich brauche definitiv eine Linse in der Hand. Und mit brauche meine ich. Gut, Blubberüberraschung, da haben wir noch Zeit. 9, 8. Reicht das noch? Ich weiß, ich bin verrückt, dass ich das überhaupt versuche. Aber es sollte passen. Ich wollte nur. Bam. Nice. Ja, schon wieder Sim Saladin. Oh, da hinten ist ein goldenes Ding. Das nehme ich dann am besten mit meinem Link. Dann dürfte er futsch sein. Come on. Flammendinge des irgendwas. Flammiges. Nein. Nope, 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 nope. So. Einfach mal mitten im Angriff hier meine Combo machen. Kann mir ja eh nichts. Und solange ich treffe, ist alles super. Esther hat länger überlebt als sonst, aber irgendwie schaffe ich es nicht, sie richtig lange wieder belebt zu halten. Wow, alle ein Level up. Okay. Cool, 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 cool. Jupp, jupp, jupp. Keine neuen Attacken oder so, aber cool. Oh, warum hat er uns einfach so angegriffen? Puh, bist du in Ordnung, Oliver? Oh, 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 euer Name ist Oliver, Meister. Was? Ah, oh, erleuchteter Meister Oliver, eure Kampffertigkeiten sind unübertroffen. Anmutiger, furchterregender und doch gnädig, wahrlich, ihr seid ein würdiger Meister für Alchemie. Den Djinn aus dem Kessel. Djinn? Genau, Olli, in jedem Kessel wohnt ein Djinn, weißt du? Die helfen dir mit der sogenannten Alchemie, aber zuerst stellen sie dich auf die Probe, um herauszufinden, ob du würdig bist, ne? Deshalb ist er gleich auf dich losgegangen. Ist nichts Persönliches. Das ist der einzige Weg, an den Kessel zu kommen. Das ist Tradition, nicht wahr? Mensch, du hättest mich ruhig warnen können, Tröpfchen. Als ich euch das erste Mal erblickte, Meister, war ich euch eure gängigen Körpergröße doch sehr besorgt. Aber ihr habt mit meinem Platz aufgezeigt. Ihr habt mich daran erinnert, dass man nichts vorschnell beurteilen sollte, egal wie unscheinbar es wirkt. Ich verbeuge mich vor euch, Meister, jetzt und für alle Zeit. Ich freue mich auch, sie kennenzulernen. Ich habe einen Kessel, ich habe einen Kessel. Ah, Meister, ich muss euch Tribut zollen. Bitte nehmt diese beiden Geschenke an. Ein Elfentau und eine rispesaure Traube. Bündel Weckerselie. Ihr müsst diese Gegenstände mit der Macht der Alchemie kombinieren. Das wird zu einem wundersamen magischen Resultat führen. Nun, Meister, es scheint, als bräuchte ihr noch Anweisungen bezüglich des Gebrauchs des Kessels. Es gibt zwei Arten der Alchemie. Wenn ihr die Alchemistenformel des Gegenstandes besitzt, den ihr herstellen wollt, so wählt einfach nach Formeln und es ist im Nu fertig. Aber solltet ihr die Formel nicht besitzen, so wählt Experimentieren aus und ihr könnt nach Herzenslust Zutaten vermischen. Ich hoffe, dass ihr überaus wundervoll und zauberhafte Resultate erzielt, Meister. Bei den ersten Schritten auf dem Pfad der Alchemisten ist es ratsam, sich auf die Formel zu stützen. Man sollte nichts überstürzen, Meister. Und für dieses eure erste alchemistische Experiment vertraue ich euch eine Formel an. Hier. Juhu, eine neue Formel. Yeah! Wir können endlich Alchemie. Okay, nach Formel Nixentau. Es ist zwar genau genommen gar kein Tau, aber dieses Nixen-Nebenprodukt besitzt wundersame Heilkräfte. Okay, ich will nicht wissen, was das ist. Jo. Du hast Folgendes erschaffen. Fläschchen Nixentau. Wuhu. Oh ja, sowas liebe ich. Weiß nicht, ob ich da eigentlich viel Zeit reinstecken werde, aber ja, das sowas liebe ich. Es war von Erfolg gekrönt, Meister, wahrlich ein Wunderwerk. Euer Kessel kann noch mehr Wunder vollbringen. Er kann Waffen, Rüstung, Tränke und Schätze aller Art erschaffen. Ihr müsst eure magischen Begleiter zurate ziehen und alles ausprobieren, was die Kunst der Alchemie zu bieten hat. Das werde ich, Herr Djinn, vielen Dank. Ich freue mich, euer untertätigster Diener sein zu dürfen, Meister. Hahaha. Das ist nützlich, was, Olli? Jetzt brauchen wir nur noch ein Boot und alles ist in Butter. Gehen wir, Tröpfchen. Und wo bitteschön kommt der Topf hin und so?
Okay. Egal. Egal. Ich würde auch sagen, das war's dann soweit für diese Episode. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!